Seit 2006 kämpft man in Südtirol immer wieder um den österreichischen Pass und demnächst könnte es tatsächlich soweit sein, dass Südtiroler, die sich mit dem ehemaligen Vaterland noch immer verbunden fühlen, sich diesen auch ausstellen lassen können und wie es scheint, wird auch Italien den Weg für dieses Vorhaben ebnen. Ich denke, wir haben ja gehört im Rahmen der OSZE-Gespräche in Wien, dass der italienische Außenminister sich sehr engagiert gezeigt hat und kein böses Wort von ihm gekommen ist gegen dieses Vorgehen und er auch angekündigt hat, wenn es im Februar die neue Bundesregierung gibt und die Ressorts alle entsprechend zugeordnet sind, dass er dann die entsprechenden Gespräche auch mit den entscheidenden Ministern haben wird und dass Italien sich positiv einbringen wird und davon gehe ich also beim heutigen Stand einmal aus. Die Umsetzung des Doppelpasses soll schnell vonstatten gehen. Man habe kein Interesse, das Thema längere Zeit aufzuschieben. Gespräche mit dem neuen Innenminister Herbert Kickl sollen in Kürze anlaufen. Ich werde bereits im Jänner oder Februar mit ihm Kontakt aufnehmen, wo ich ihm einmal einen Überblick verschaffe über die gesamte Südtirol-Thematik. Und dann denke ich mir, kann es relativ rasch gehen, dass man an die Umsetzung geht. Mit dem Doppelpass soll Südtirol an das Einheitsgefühl mit dem ehemaligen Vaterland gegeben werden. Erforderlich für den Antrag sollen nicht zwingend Vorfahren im alten Österreich vor dem Ersten Weltkrieg sein, sondern die Sprachgruppe, der man heute angehört. Wie sich bei der letzten Volksbefragung diese Person auch ethnisch zugehörig gefühlt hat, das heißt, das gibt es ja heute schon. Und wenn die Zugehörigkeit ethnisch erfolgt ist, dann kann die Staatsbürgerschaftsverleihung nach unseren Vorstellungen erfolgen. Das würde also bedeuten, dass italienischsprachige Südtiroler, welche sich dieser Sprache auch zugehörig fühlen, kein Recht auf den Doppelpass haben. Dass dies zu Unstimmigkeiten im Land führen könnte, schließen viele Befürworter aus. Ich glaube, die Italiener müssten sich nur die Frage stellen, wie würden sie sich fühlen, wenn man ihnen von heute auf morgen einfach die italienische Staatsbürgerschaft nehmen würde. Ich denke, sie wären auch froh, wenn sie diese zurückbekommen würden. Und genauso geht es einfach uns Südtirolern. Den Italienern wird dadurch nichts genommen, aber uns Südtirolern wird die österreichische Staatsbürgerschaft zurückgegeben. Und wir erinnern die Italiener einfach daran, dass auch Italien seinen eigenen italienischen Minderheiten im Ausland, vor allem in Slowenien und Kroatien, ja diese italienische Staatsbürgerschaft als doppelte Staatsbürgerschaft anbietet. Und dasselbe Recht muss jetzt einfach auch für die Südtiroler gelten. Mit dem neuen Regierungsprogramm von ÖVP und FPÖ wird ein lang gehegter Wunsch für viele Südtiroler nun Wirklichkeit. Etwas, das es in vielen europäischen Ländern wie Polen, Armenien, Kroatien, Slowenien und Dänemark schon lange gibt. Welche Rechte und Pflichten diese Bürger schlussendlich haben werden, ist nun Umstand der Verhandlungen.